Jambo Rafiki und willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Wie ihr sehen könnt, es geht um meinen Horinghalter, was ich in der letzten Zeit gebastelt habe. Ich muss sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht. Er ist dekorativ und da er neben meinem Kleiderschrank hängt, ich kann ganz einfach die passenden Ohrringe für meinen Outfit finden bzw. kombinieren. Die Materialien, die ich benutzt habe, lagen einfach im Haushalt und ich dachte, why not? Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, einfach dranbleiben. Ihr braucht einen Bilderrahmen, Kugelschreiber, heiße Klebepistole, ausreichende heiße Klebestifte, ein Geschenkband, es muss nicht sein, aber für mich persönlich habe ich das gewählt, damit es etwas schön aussieht. Und natürlich unsere Schubladenmatte und eine Schere. Und ja, konnte auch Stickers nehmen, um zu dekorieren. Zuerst werde ich die kleine Metall auf der hinteren Seite ganz vorsichtig mit der Schere hochdrücken und der hintere Seite entfernen, dann könnt ihr eure mit der Schere schneiden. Es ist auch okay, wenn es 1-2 cm größer als eure Bilderrahmen ist. Wenn eure heiße Klebe bereit ist, könnt ihr ganz vorsichtig drucken und für mich habe ich nur erstmal auf eine Seite gemacht, weil es kann sein, dass eure heiße Klebe, dass es sehr schnell austrocknet und so schwer zu verarbeiten. Deswegen erstmal auf eine Seite bereit ist, könnt ihr ganz vorsichtig drucken und für mich habe ich nur erstmal auf eine Seite gemacht, weil es kann sein, dass eure heiße Klebe, dass es sehr schnell austrocknet und so schwer zu verarbeiten. Deswegen erstmal auf eine Seite. Und wie man sieht, ich spanne das ein bisschen, damit es auch richtig und fest hält. Und ich will auch sicher sein, dass es auf die erste Seite sicher ist und dass es auch fest hält. So, wenn ihr fertig seid mit dem Kleben, könnt ihr das mit der Schere schneiden. Dann könnt ihr noch heiße Klebe drauf machen, damit es richtig und fest hält. Ihr müsst überlegen, die Ohrringe haben ein bisschen Gewicht und wir wollen nicht, dass etwas jetzt unterfällt. Wir wollen, dass es natürlich fest hält. Und nicht vergessen, eure Kugelschreiber benutzen, um alles schön zu verteilen. Die Metallchen auf der hinteren Seite könnt ihr jetzt zurückdrucken und somit seid ihr fertig. Wenn eure Bilderrahmen diese Metallchen hat, dann könnt ihr ganz einfach aufhängen und eure Ohrringe aufhängen. Für mich, ich mag mein Geschenkband. Natürlich benutze ich wieder mein heiße Klebestifte, heiße Klebepistole, um alles festzumachen. Und ja, wie ich gesagt habe, ich will es schön haben. Deswegen benutze ich hier die Stickers, die ich von meiner Cousine bekommen habe als Geschenk. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, das Video zuzuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn das Video euch gefallen hat. Und ich sage Asante Sana, take care und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.